Auf dem Weg zu meiner Unterkunft für die nächsten paar Tage komme ich ziemlich ins Schnaufen. Es geht nämlich gerade ein bisschen absi. Ich mache einen Hausbesuch beim Christian Hirschi auf der Stechweg. Hallo Stefan, hallo. Seit 18 Jahren ist der gebürtige Trubschacher auf der Alp gerade unterhalb vom Napf daheim. Die Einsamkeit hat er dort oben gesucht, hat er mir erzählt. Doch daraus ist nichts geworden. An der Stechweg kommen täglich unzählige Wanderer und Biker auf ihrem Weg auf den Napf vorbei. Ihnen verkauft der Kriegel Käse und Fleisch und auch seine Kaffee und etwa ein Most sind sehr begehrt. Dass er eigentlich ein Einzugänger wäre, merkt man als Gast nicht. Der Kriegel weiss immer etwas zu erzählen. Und auch lachen tut er gern und viel. Auch wenn gerade keine Wanderer unterwegs sind, ist der Kriegel selten allein. Weil es Bauern in diesen steilen Krächen so viel Arbeit gibt, braucht er immer ein paar Hilfskräfte auf seiner Alp. Da wird es in diesem kleinen Häuschen ganz schön eng. Neben den Menschen leben auf der Stechweg vor allem ganz viele Tiere. Neben den Kühen, die auf dem Napf oben sind, und den Ross, den wir schon gesehen haben, auch viele Hühner, ein Gückel, Katze, ein Hund, Geisse. Beiali. Ein Geissbock. Bis jetzt habe ich die mit den Böcken, mit den Geissen ausgelassen. Und nach dem längsten Tag ist es fertig, sonst ist es nicht so. Und ein paar hundert Meter weg von der Alp. Auch noch zwei Säue. Nein, wir haben die Tiere keine. Das muss ich in dieser Woche vielleicht noch ändern. Die Stechweg liegt an einem wunderschönen Ort. Wenn das Wetter gut ist, ist die Aussicht einfach fantastisch. Eindrücklich ist auch die Sicht runter ins Enzi-Loch, das gerade unterhalb der Stechweg liegt. Doch während mir der Kriegel erzählt, wo dort unten allen Ort überall Geissen umeinander schleichen, behalte ich lieber ein bisschen Abstand zu dem pfürchigen Abgrund. Und dann zeigt mir der Kriegel meine Unterkunft für die nächsten Tage. Weil es nicht gerade viel Platz hat in den Alphütten, schlafe ich in der Stube, gerade am Fenster an. Ich glaube, ich hätte es schlimmer können treffen. Am Morgen aufwachen, mit der Sicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau. Ja, daran könnte man sich gewöhnen.